So, ich glaube, da sind wir. Gut, erstmal wieder an die Steuerung erinnern. Pom-pom. Jetzt kann ich noch mal. Ah, da wollte ich hingehen. So. Ich glaube, wir sollten den Ohrring finden. Das wollten wir noch machen. Die Blumen und das Wasser haben wir gemacht beim letzten Mal noch. Und drei kleine Kätzchen müssen wir finden. Na gut. Ein Glitzer wurde wieder aufgefüllt. So schön hier. Habe eine Kiste gefunden. Eiskaffee. Da können wir nicht lang. Der Junge, mit dem hatten wir beim letzten Mal auch geredet. Glitzer. Mehr Weißbrot. Gulden. Oh. Oh, es leuchtet, glaube ich, nur der eine. Eiscreme. Da unten ist eine grüne Truhe. Hey, hast du neue Klamotten gekauft? Warum hast du das getan? Deine alten Klamotten fand ich echt super. Vielen Dank. Ich will zu der Truhe. Komm nicht dahin. Lass mich da durch. Kann nirgends einfach eindringen. Sind wir wieder hier?
Bis jetzt noch nichts gefunden, was wir suchen. Kannst du mir noch mal sagen? Nein. Na gut. Vielleicht in der Nähe vom Palast? Jeder Gang ist zugestellt. Sind gerade doch nur so ein paar Rabauken. Seid ihr ein Rabauken? Aber erstmal gehe ich da hin. Hm. Wir haben den Ohrring gefunden. Bald findet das Katzenkampfturnier statt. Ich muss anfangen zu trainieren. Dann bist du keins von den Kindern. Manche Leute sagen, sie hätten bei diesem großen Grabstein-Dings Stimmen gehört. Aber ich glaube ihnen nicht. Geister gibt es nicht, oder? Wäre ich mir nicht so sicher. Das waren auch keine Kinder. Also schon, aber nicht die Gesuchten. Ihr seid zwei Mädchen, ich suche aber drei Jungs, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da weint einer. Au, das tut weh. Oh, sieh dir nur da. Sieh nur, das arme Kerlchen hat sich wehgetan. Muss einer der verschollenen Kleinen von der Dame sein. Sollten ihn wohl besser verarzten, was? Oh je, das sieht schmerzhaft aus. Aber was können wir tun, Tröpfchen? Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. Mann, Olli, Gedächtnis wie ein Sieb, aber echt. Du bist doch ein Zauberer, oder nicht? Mach's mit Magie verflixt. Gut. Und wie stelle ich das an? Hallo, hallo. Welchen Zauber muss ich benutzen, Tröpfchen? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich sag's nur einmal, okay? Linde an der Hand, Junge. Capito? Verflixte Linde an der Hand. Aber jetzt hast du es zweimal gesagt. Autsch, das tut weh. Okay, stillgestanden. Ich will dir nur helfen, okay? Oh, war gleich das Erste. Es tut nicht mehr weh. Hurra, mir geht's wieder gut. Ist doch bei Kältung wirkt. Ja, wir sind noch ganz am Anfang, aber mir gefällt es auch sehr. Es ist sehr schön. Also, es sieht sehr schön aus. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel gesehen. Wir sind ja noch nicht so weit. Hör mal, Kurzer. Deine arme Mutti macht sich Sorgen um dich. Verstehst du? Ab nach Hause mit dir. Ja, ich versprech's. Danke, dass du mich gerettet hast. Hallo. Nicht schlecht. Wir spielen es, naja, auf der PS4. Ich glaube, das ist sehr eindeutig. Hey, was ist los, Junge? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase.
Hä? Ist das für mich? Habe meine Seite aus dem einen neuen Zauber gekriegt. Medium. Na, sieh mal einer an. Das ist ja eine Seite aus dem magischen Begleiter. Was macht denn dieser Pimpf damit? Weiß nicht, was er mit meiner Nase macht. Entschuldige, ich kann dich nicht hören. Denkst du, er kann nicht sprechen? Das funktioniert leider nicht so gut. Hallo, hallo. PS1 kann das leider nicht so schön. Ich hätte es gerne für die PS2, das würde es einfacher machen, von der PS2 zu streamen. Aber das geht leider auch nicht. Das ist traurig. Nee, das ist was anderes, Junge. Wenn mich nicht alles täuscht, ja, so muss es sein. Hattest du ein Geistesblitztröpfchen? Der Zauber, den er dir gerade gegeben hat. Probier den mal, Olli. Wirst schon sehen. Na gut. Dem Himmel sei Dank, es hat funktioniert. Meine Güte, du kannst ja sprechen. Natürlich kann ich das, du Schlaumeier. Du hast schließlich Medium gewirkt, oder nicht? Aber dafür ist der Zauber also da. Aber. Willst du damit sagen, dass du einen Zauber angewandt hast, ohne zu wissen, was er bewirken würde? Was für ein Zauberer bist du denn? Nur zur Information. Medium gestattet es dir, mit gruseligen Geistern zu sprechen. Mit mir zum Beispiel. Hatte ich also recht. Du bist ein Geist, nicht? Ein Geist? Oh je, Geister gibt es also wirklich? Natürlich. Zauberer sehen ständig Geister. Ich war auch einmal ein Zauberer, wisst ihr? Aber dieser doofe, dunkle Djinn hat dafür gesorgt, dass es kaum noch Zauberer gibt. Als ich dich gesehen habe, wusste ich, dass ich dir die Seite besser gebe. Du bist seit ewigen Zeiten der erste Zauberer, dem ich begegne. Meine Güte, darf ich sie wirklich behalten? Natürlich, das ist das Mindeste, was ich tun kann, um mich dafür zu bedanken, dass ihr auf mein Buch aufgepasst habt. Auf dein Buch? Nee, du, da hast du was, aber was falsch verstanden, Kindchen. Das ist nämlich unser Buch, jawohl. Und wer bist du denn überhaupt? Ich? Ich bin Horatio. Allerdings kennen mich die meisten nur als den Zeitlosen. Momentchen. Du willst uns also weismachen, dass so ein Zwerg wie du der verflixte Zeitlose ist? Wer ist hier ein Zwerg, Valbeportion? Ich bin eine Fee. Sieht man doch. Wir sind ebenso klein, frecher Kleiner. Und du bist Olli, oder? Und du bist in unsere Welt auf Reisen? Ja. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen reisen. Ich habe mich schon lange nicht mehr auf unserer Welt umgesehen. Nun gut, ich werde nach Süden in die Wüste wandern. Ich hoffe, wir werden uns in der dortigen Stadt wieder treffen. Bis bald. Und dann bleibt er da stehen. Und guckt. Und jetzt guckt er uns an. Okay. Ah. Müssen immer noch zwei Kinder finden. Ja. Er trägt die Laterne stolz im Gesicht. So muss das sein.
Ja, und sag das nicht so, als hätte ich 300 Jahre dafür gebraucht. Ich habe den Ohrring schon gefunden. Für die kleine Miss, diese hier. Aber erstmal wollte ich die Kinder suchen. Nein, ich wollte erst alles fertig machen. Aber wir haben bis jetzt nur den einen Jungen gefunden. Ich weiß nicht, ob die anderen sich auch alle draußen irgendwo verstecken. Draußen offen in der Stadt. Jetzt nochmal mit dem Jungen reden, der ist noch nicht nach Hause gegangen. Welcher kleiner? Leute scheinen hier ihre Blumen sehr zu mögen. Wer wird anders markiert? Also die Questgeber, hier ist ja gar keiner. Die werden anders markiert. Aber alles andere muss ich suchen. Kann ich da eigentlich rein? Ich bin nur ein bisschen neugierig. Nein. Die zu suchenden muss ich suchen. Ich glaube nicht, dass die sich im Palast versteckt haben. Aber sicher ist man nie. Ich habe schon mit ein paar geredet. Und wenn ich richtig liege. Suchen wir nur nach männlichen. Verloren gegangen sind nur Jungs. Nicht da eigentlich rein? Nö. Haben sie mir nur so einen Weg gebaut. Aber gut, vielleicht wissen die Mädchen, wo die Jungs hin sind. Vorne ist ein Auflauf. Hallo. Ich passe gut rein. Guck mal, eine Treppe. Keiner scheint in letzter Zeit noch Energie zu haben. Okay, die haben ein anderes Thema. Bist du vielleicht einer von den Verlorenen? König Klamm hat immer mit mir und meinen Freunden gespielt. Aber er ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr aus seinem Schloss herausgekommen. Ohne ihn ist es echt langweilig. Der Junge immer noch tapfer im Dienst. Ah, hier kann ich lang. Kann einfach an ihm vorbeigehen. Weiß nicht, ob ich das unbedingt will. Hier ist auch nichts. Außer nasse Füße. Da müssen wir hinterher noch das Wasser abgeben. Vielleicht geben wir es jetzt mal ab, wenn wir schon mal da sind. Miau! Du hast schon alles gefunden? Jawohl. Sind das die richtigen Dinge? Oh ja. Schnurrig. Einfach schnurrig. Ich bin dir sehr dankbar, mein Kleiner. Hier ist ein kleines Geschenk zum Dank für deine miau-opfernden Hilfe. Wir haben zwei Stempel verdient.
Hallo, hallo. Gut, hast du vielleicht eine Ahnung? Der Laden, die wie eine Eule aussieht, heißt Boutique. Ich frage mich, wie sie auf den Namen gekommen sind. Kann ich dir sagen, würde aber zu lange dauern. Nicht viel. Ich habe den Ohrring gefunden und einen von den verlorenen Jungs. Und irgendwie klingt es nach Peter Pan. Ja, das passt schon sehr gut. Ja, du hast ihn, du hast meinen Ohrring. Oh, das ist einfach mir ausgezeichnet. Du hast ihn für mich gefunden. Natürlich, aber verliere nicht wieder, okay? Ich versprech's, ich werde ihn nie wieder aus den Pfoten geben. Oh, hier ist ein Geschenk für dich. Nur eine Kleinigkeit. Vielen lieben Dank. Ein Blättermantel? Das klingt spannend. Ich hoffe, der ist auch für mich. So, zwei Aufgaben haben wir dann abgeschlossen. Fertig. Sache, das ist... Ich glaube, nicht für uns. Auch nicht für ihn. Aber jetzt hat er ein Schild. Und ich habe noch. Magischer Angriff brauchst du nicht unbedingt. Flinkheit. Flinkheit ist noch nicht so hoch. So ein bisschen Eiscreme verdient. Auf jeden Fall. Pompom mag Eiscreme. Eigentlich mag er, glaube ich, alles, was ich ihm unterjubel. So bin ich nun mal. Ich stopfe das viel mit meinen Süßigkeiten voll. Ein bisschen überfragt. Hallo, haben Sie ein paar Kinder gesehen? Den Kindern hier wird erzählt, dass der König des Mäusevolks in der Katzalisation lebt. Es ist zwar nur eine Geschichte, aber von dem Gedanken allein bekomme ich schon eine Gänsehaut. Unter Katzalisation, oder habe ich das nur gesagt, weil ich wieder voll in Katze bin? Also die beiden haben mir auch nicht geholfen. Die haben von einem Turnier geredet. Das kann ich sagen, die habe ich schon angesprochen. Ah, ich will noch nicht zum König gehen. Du wirst nicht glauben, was ich heute in der Schule gelernt habe. Schule macht einen Riesenspaß, fast so viel wie Spielen, aber nur fast. Deine Junge war hier. Da. Er steht noch da. Geh zu deiner Mama oder sag mir, wo die anderen sind. Oder kannst du dich dreiteilen? Da muss ich drüber nachdenken. Vielleicht kann ich dich dreiteilen. In der Fa-fa-fa-fa. Komm hier halt rüber, wenn du nicht. Mag es, wenn er die Treppen läuft. Also besonders, wenn er runterläuft. Vielleicht. Könnte man ausprobieren. Ich mag die Musik so gerne.
Ich kann natürlich auch gucken, ob die vielleicht in einem Haus sind. Du hast meinen Jungen geholfen, nicht wahr? Vielen Dank. Du ahnst ja nicht, was das für mich bedeutet. Ich hoffe, dass du die beiden anderen auch bald findest. Na gut. Da hinten hatte ich auch schon geguckt. Und da kann ich nicht hin. Mach eine Visite. So neue Aufgaben. Nein. Ah, ich dachte, da sitzt jemand. Es war nur der Globus, aber das sah aus, als würde da jemand sitzen. Vor dem Spiel alles zu. Einer von den Kindern vielleicht hier? Nö. Nee. Da ist noch ein. Oh, warte. Ich habe noch was anderes gesehen, was viel wichtiger ist. Aha, Eisbecher. Besonders wichtig. Aua, 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 aua. Ich bin gestolpert und habe mir das Bein gestoßen. Oh, bist du in Ordnung? Halt nur einen Moment still, ich kann dir helfen. Wow, tut gar nicht mehr weh. Das ist so cool. Bist du ein Zauberer? Allerdings. Meine Mutti hat mich geschickt, um dich zu suchen. Nee, nicht meine, deine. Wie auch immer. Sie sorgt sich um dich. Echt? Na gut, dann gehe ich gleich nach Hause. Danke, dass du mich mit deiner Magie geheilt hast. Deine, meine, ist vollkommen egal. Wir sind ja auch in einem RPG. Plündern, wo wir können. Aber gut, dann muss ich auch noch in die Häuser. Warte, da hinten war nur der Junge. Wir können ja zum Glück nicht in jedes Haus rein. Das würde sonst Ewigkeiten dauern. Hat nicht geglitzert. Ich dachte, es ist Glitzer. Na gut, da ist auch keiner. Das Mädchen da hinten redet mit dem Baum. Warte, da bin ich, glaube ich, gerade hergekommen. Zweiten Jungen schon geschickt. Mache ich nur noch das Päckchen für den dritten fertig. Kann ja nicht weit sein. Ist durch Magie verschlossen. Das können wir noch nicht. Ja, wir gehen ja gleich zum König. Warte, noch ein Haus.
Da hatten wir schon reingeguckt. Versteckt sich aber nicht im Palast, oder? Nicht rein, lass mich rein. Schickt mir den Jungen raus. Schiebt ihn einfach auf die Straße. Egal in welchem Zustand. Ich bin da. Ich heile alles. Nur keine Erkältung. Was ist der einzige Ort, wo wir noch nicht waren? Machen wir. Ich möchte auch Katzenpfoten auf meinen Stein. Ich finde, das sieht schön aus. Da waren wir drin, da waren wir drin. Ich würde sagen, der Junge ist doch da oben. Hier war ich noch nicht. Ja. Oh. Sehr mächtige Magie. Ui. Muss ich mir auch noch merken, wo das ganze Zeug rumsteht. Wenn ich die dann irgendwo mal öffnen kann. Na gut. Was hast du für Aua? Aua. Ich bin hingefallen. Hab mir den Arm angeschlagen. Es tut weh. Hey, nicht weinen. Ich kann dir helfen. Warte. Ja, aber eigentlich wollten wir dann eher sowas Grasmäßiges dahin haben. Aber vielleicht kann ich die Hauswand anmachen. Niemand wird mich dann aufhalten. Es tut nicht mehr weh. Es tut nicht mehr weh. Tolle Sache, was? Das ist die Macht der Magie. Yep. Magie? Echt? Wow, cool. Genau, deine Mutti macht sich Sorgen. Darum hat sie einen Zauberer losgeschickt, um dir zu sagen, dass du sofort nach Hause kommen sollst. Und verbiete mal bei der Nase auszulaufen, okay? Ja, schlimm, ey. Ja, Herr Zauberer, okay, vielen Dank. So, Mutti, du hättest bestimmt dein Kind hören können, der hat da oben geweint. Das ist nicht weit. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du alle meine drei Jungs gefunden hast. Und du hast dich sogar um die Wehwehchen meiner drei kleinen Lümmel gekümmert. Du bist ein Schatz, ein richtiger Schatz. Ja, es wäre schön, wenn er meine Nase heilen könnte. Er könnte dann noch meinen Hals heilen und alles wäre gut. Ich bin froh, dass wir helfen konnten. Oh, ich kann es kaum erwarten, dass sie ein bisschen erwachsener werden und vorsichtiger sind. Hier, als kleines Dankeschön. Danke, danke, danke. Oh, Pastetchen. Es fehlen noch drei Stempel zum Ziel. Rabenmutter, ja. Das war jetzt nun echt nicht weit weg, das Kind. Jetzt würde ich sagen, ist der König dran. Ich krieg jetzt das, was mir auch gerade fehlt.
Bin ich neugierig oder so? Kann man gar nicht hoch. Ja. Ihr schon wieder. Mir sind diese ständigen Unterbrechungen langsam leid. Entschuldigung, eure Miaustät. Aber wir haben da etwas für Sie. Ja, extra für dich, Katzenheini. Das bläst deine Müdigkeit einfach weg. Wirst dich wie neu geboren fühlen. Kräftige Zähne, glänzendes Fell. Ich weiß nicht, ob das... Ja, das klingt ausgezeichnet. Diese verfluchte Müdigkeit wird noch unser Tod sein. All diese Audienzen haben uns zu schaffen gemacht. Kein Problem, eure Miaustät. Brauchst nur ein bisschen Enthusiasmus, nicht wahr? Wie ging es noch? していたのだ。国王様、もしや元の国王様にお戻りに。にゃ？何のことだ。ミーはもとより、やる気満々だぞ。うん。しかし、何か変わったような気が。あなたたちのおかげなのか。何かお礼をしなくてはなりませぬな。国王様、どうやらこの者たちが国王様にかかった呪いを解いてくれたようです。にゃにゃにゃんと、本当かそれは。はい、国王様は。 Welchen Lohn wollt ihr euch Miaus bedingen? Hm? Schick. Du weißt, was wir brauchen, oder Olli? Nein? Oh, klar. Wir brauchen einen Zauberstab. Stimmt, das war's. Eure Miaustät. Ja, ist dem so. Seltsam. Wir haben das Gefühl, dieses Gespräch schon einmal geführt zu haben. Jetzt, wo wir darüber nachdenken, in unserem Schlafgemach ist ein Zauberstab versteckt, den wir als kleines Kätzchen mir außerordentlich schätzten. Ach, wirklich? Und? Und wir wären geneigt, uns davon zu trennen. Aber wir müssen ihn erst suchen. Kommt später wieder und ich werde ihn euch Miaus händigen. Oh, wow. Vielen herzlichen Dank, eure Miaustät. Sag, Junge, wenn du mir auf der Suche nach einem Zauberstab bist, bist du dann vielleicht ein Zauberer? Das ist er, eure Miaustät. Ein funkelnagelneuer Zauberlehrling, der noch nicht allzu viel Ahnung von Magie hat. Ist dem so. Dann können wir dir mit dem einen oder anderen Zauber Miaus helfen. Unser Zauberstab ist schließlich nicht zu viel Nütze ohne Zauber. Wirklich? Euer Miaustät? Das ist wirklich zu gütig. Vielen Dank. Schloss öffnen. Schloss öffnen klingt praktisch. Alte Pracht. Ja, die Zauber werden dir gefallen. Sie waren uns in jungen Jahren eine große Inspiration. Einer, der Sachen öffnet und einer, der Dinge wiederherstellt, wie? Was hast du denn damit getrieben, eure Miaustät? Miau. Das geht dich nichts an, Fee. Nun, Junge, du reist mit Vertrauten, nicht wahr? Wir haben den Waffenhorst in der Stadt angewiesen, dir die Erlaubnis zu erteilen, dort einzukaufen. Den Waffenhorst? Was für ein Laden ist das denn, eure Miaustät?
Miau, bist du wirklich ein Abenteurer? Sie sind etwas besorgt um die Sicherheit eines derart ahnungslosen Individuums. Ja, Panzerknacker hier. Wie dem auch sei, der Waffenhorst hat Waffen und Ausrüstung für Vertraute. Miauflager. Warum sucht ihr diesen Laden nicht mehr auf, während wir nach dem Zauberstab stöbern, hm? Das werden wir, euer Miaustät. Vielen Dank. Jetzt hätte ich mich fast auch verbeugt vor dem Bildschirm, dass keiner sehen kann. Der Waffenhorst. Der klingt aus wie jemand von nebenan. So, hey, das ist mein Kumpel. Waffenhorst. Das ist so ein Spitzname, den man sich irgendwie als Kind oder als Teenager gegeben hat, warum auch immer. Aber das musste ich auch, ja. Waffenhorst. Nun denn, wir haben viel zu tun. Kommt bald wieder. Miau auf einen Besuch vorbei. Man sollte in der Zeile auch einfach weiterlesen. Manchmal hilft das. Ja, wir haben denselben Gedanken. Vielleicht will ich auch ein Fischmosaik. Bald muss ich mich entscheiden. Dann schauen wir mal, was wir so kriegen können. Nur da lang. Aber ich drücke immer auf den falschen Knopf. Zu viel Yakuza gespielt. Nein. Ich meine nur, weil die Auswahl dann so groß ist, dass ich mich entscheiden muss. Und du sollst zu deiner Mama gehen. Ab mit dir. Echt mal, Kinder, die hören einfach auf niemanden, nicht wahr? Ah, du bist es. Seine Majestät hat mir ausrichten lassen, dass du kommen würdest. Ich soll dir alles verkaufen, was du brauchst. Und das tue ich sehr gerne. Bei Geld? Also, sieh dich um. Ich bin sicher, dass du hier etwas findest, mit dem du deine Vertrauten ausrüsten kannst. Meine Vertrauten ausrüsten. Was meinen Sie damit? Ach komm, Oliver. Ich sehe schon, dass du eine Erklärung brauchst. Nun denn, es ist folgendermaßen. Zu verhindern, dass euer Vertrauten federn lassen, könnt ihr sie beflügeln, indem ihr sie mit bestimmten Gegenständen ausrüstet. Das haben wir schon gemacht. Wir haben schon ein kleines Schild gefunden. Ich will mich ja nicht aufplustern, aber in meinem Warensortiment finden sich vielerlei Dinge, die euer Vertrauen als Ausrüstung benutzen. Vertrauten, nicht das Vertrauen. Moment, aber das ist ähnlich. Benutzen können. Es gibt drei verschiedene Arten. Waffen, Rüstungen und Accessoires. Und ja, ist okay. Ich kann mir vorstellen, dass ich weiß, wie es funktioniert. Ich bin nicht Oliver. Ich bin ein bisschen gezielter. Ja, aber sie wird euch nicht benachteiligt fühlen, bla bla, wählt Freunde und Vertraute und bla bla, rechts. Könntet auch den Vogel abschießen und eurem Vertrauten die gleichen Sachen kaufen wie euch selbst. Das nennt man Partnerlook. Okay, danke. Wow, okay. Sobald ich etwas Geld habe, werde ich Accessoires und solche Dinge kaufen. Der olle Piepmatz hat dich ja schön um den Finger gewickelt, Olli. Denk aber daran, dass du nicht nur Accessoires anlegen kannst. Zauberer wie du können auch alle möglichen Zauberstäbe verwenden. Verdammt, Mann. Apropos Zauberstab. Wir müssen uns doch deinen neuen Zauberstab vom König besorgen. Hatte ich glatt vergessen. Ja, ich denke, er sollte ihn inzwischen gefunden haben. Das denke ich doch auch, Olli.
Los, auf zum Palast. Ich will doch erstmal. Ich will erstmal gucken. Kaufen. Oh. Ein Holzschwert. Ein Küchenmesser. Ein spitzer Stock. Oh. Schneckenhorn. Das würde uns echt helfen. Denke ich, ist das Küchenmesser gar nicht schlecht. Ich meine, das hier zieht halt den Angriff echt massiv nach oben. Komm, wir gönnen uns ein Küchenmesser. Ich will ein Küchenmesser kaufen. Ich will irgendwas kaufen. Ja, möchte ich. Da. So. Ich habe jetzt was gekauft. Ich bin zufrieden. So. Gehen wir zum König. Was soll ich mit einer Kartoffel? Ich mag Kartoffeln nicht mal so gerne. Sind sie dir diesmal besser gelungen als beim letzten Mal? Die Wache sieht irgendwie verloren aus. Oder als hätte sie was verloren. Ist der König verschollen? Oh, wir können jetzt hier hoch. Cool. Nein, ich bin nicht neugierig. Hallo. Sie sehen sehr verloren aus. Oh, ihr seid es. Zum Glück. Ihr müsst uns helfen. Etwas Schreckliches ist geschehen. Verflixt nochmal, Mann. Sag nicht, dass der olle König Tom schon wieder ein gebrochenes Herz hat. Nein, nein. Dem Herzen seiner Majestät geht es einwandfrei, soweit ich weiß. Soweit Sie wissen? Nachdem du den Enthusiasmus seiner Majestät wiederhergestellt hattest, wollte er seinen Zauberstab wiederfinden, um ihn dir als Belohnung zu überreichen. Er war so fest entschlossen, dass er sich höchstpersönlich auf die Suche machen wollte. Das ist doch gut, oder nicht? Warum die ganze Aufregung? Seine Majestät ist verschwunden. Was? Die Torwächter schwören, dass er Katzbuckel nicht verlassen hat, aber er ist dennoch nirgends zu finden. Die Sache stinkt doch, Olli. Da bleibt uns wohl nur eins übrig, was? Und was soll das sein, Tröpfchen? Gute alte Detektivarbeit, was sonst? Na schön, Helmchen. Du und deine Kollegen, ihr behaltet den Palast im Auge. Wir suchen nach Hinweisen. Jawohl, verstanden. Aber wo sollen wir denn suchen, Tröpfchen? Keine Sorge, Olli. Du kennst den Ort schon, und zwar ziemlich gut. Los, ich erzähl dir alles, wenn wir draußen sind. Okay. Wo gehen wir hin, Tröpfchen? Und was ist das für ein Ort, den ich angeblich so gut kenne? Was denkst du denn, Schlaumeier? Mutterwill natürlich. Mutterwill? Aber was hat Mutterwill denn damit zu tun, den König zu finden? Tja, nicht alle Antworten wirst du hier drüben finden, Olli. Was heißt das? Du darfst die ganze Sache mit den Seelenverwandten nicht vergessen, verstehst du? Was wir in dieser Welt sehen, ist nicht immer das ganze Bild.
Seelenverwandte, okay. Denk doch mal nach, Olli. Warum bist du in unserer Welt, ne? Um meine Mama zu retten? Genau. Und deine Mutti ist die Seelenverwandte von der großen Weisen Alice, okay? Und wir versuchen, Alice hier aus der Seelenfalle zu befreien, damit wir deiner Mutti drüben helfen können, nicht? Ja, so hast du mir das erzählt, Tröpfchen. Und das war nicht geflunkert. Leute in deiner Welt sind mit denen in meiner Welt verbunden. Ich wollte es tauschen, wäre auch gegangen. Nicht nur Alice und deine Mutti, sondern alle. Ach so, das heißt? Genau, hast es kapiert. Drüben in deiner Welt gibt's jemanden, der mit König Tom hier verbunden ist. Und wenn jemand hier in unserer Welt in der Patsche hockt, kannst du manchmal vom Seelenverwandten in deiner Welt erfahren, wie du helfen kannst. Weil sie verbunden sind, verstehst du? Ist doch eigentlich ganz klar, oder nicht? Also ist irgendjemand in meiner Welt der Seelenverwandte von König Tom? Richtig. Muss aber kein Mensch sein. Und vielleicht hat er auch nicht so eine gehobene Stellung wie unser Katzenkönig. Wie? Nur Kater im Tante-Emma-Laden und König von Katzbuckel ist nicht gerade vergleichbar, oder? Kater im Tante-Emma-Laden? Ich glaube nicht, dass... Verflixt noch eins, ist ja nicht auszuhalten mit dir. Okay, Seelenverwandte können gleich aussehen und sich auch ähnlich verhalten. Das hatten wir ja schon geklärt. Und als du König Tom zum ersten Mal gesehen hast, hast du doch bei dir gedacht, aber hallo, der sieht ja genau aus wie Tommy, der Kater. Hab ich das? Du meinst, König Tom ist... König Tom und Tommy, der Kater, sind... Aber Frau Leylas Katze! Jetzt hast du es kapiert. Besser spät als nie. Aber Tommy ist doch nur eine Katze. So ist es. Genau. Wie unser Kumpel König Tom. Was ist darin denn so schwer zu verstehen? Verdammt, du bist ja nicht sonderlich helle für so einen jungen Kerl, was? Wenn zwei Leute Seelenverwandte sind, gibt es auf jeden Fall irgendwelche Gemeinsamkeiten. Muss bloß unvoreingenommen sein und die Augen offen halten. Finde die Gemeinsamkeiten und du findest den Seelenverwandten. Hi, ich hatte nie gedacht... Nee. Doch, hätte ich nie gedacht. Tommy also. Ja, Tommy, mein Junge. Wenn wir den fetten Fellknäuel finden, bekommen wir vielleicht heraus, was mit König Tom los ist. Also, zauber uns mal ein Portal herbei, dann wechseln wir in deine Welt rüber, okay? Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja. Na klar. Mal sehen, wie es den Leuten daheim im Motorville so geht. Erstmal müssen wir kurz einen Schluck trinken, anders geht's nicht. Ja, Olli ist ein bisschen dumm. Nein, falscher Knopf. Machen wir ein Portal. Hallo, hallo. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Vor allem schön, wir laufen jetzt hier rum wie Karneval oder Cosplay. Sieht alle so normal aus. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, aber ansonsten geht es mir gut. Aber schön, dass es dir gut geht. ja, ich habe den Tag eigentlich mit Rumliegen verbracht. Wo ist die Katze? Die Katze streicheln. Hallo. Oh, Oliver, du bist es.
Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll, Liebling. Es ist schon in Ordnung, Frau Leila. Mir geht es gut. Wirklich? Das höre ich gern, Schätzchen. Aber wenn ich etwas für dich tun kann, lässt du es mich wissen, ja? Da wäre vielleicht etwas, was Sie für mich tun könnten, Frau Leila. Sie könnten mir sagen, wo Tommy ist. Ist er hier im Laden? Jetzt, wo du es sagst, ich habe ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Tommy! Tommy! Wo ist denn mein Schmusekater? Er ist sicher irgendwo unterwegs, der kleine Racker. Wahrscheinlich ist er auf einem seiner Streifzüge. Ja, meine Stimme gibt auf. Ein Moment. Hey, Olli. Erinnert dich diese Situation vielleicht an irgendwas? Allerdings, es ist genau wie mit König Tom. Bingo. In einer Welt ist ein Katzenkönig abhanden gekommen und in der anderen ein dicker Kater. Und ich wette, dass der Grund derselbe ist. Such Tommy und du wirst mit Sicherheit den entscheidenden Hinweis finden, um das Rätsel zu lösen. Ei, jetzt beenden sie schon ihre Sätze. Jetzt geht's ab. Schlaues Bürschchen. Auf einmal. Und das hier ist deine Stadt, nicht? Die kennst du wie deine Westentasche. Oh ja, ich werde das Rätsel der verschwundenen Katze im Handumdrehen lösen. Es tut mir so leid, dass ich dir nicht helfen konnte, Schätzchen. Aber sie haben mir doch geholfen. Danke, Frau Leila. Habe ich das? Na dann ist ja gut. Bis bald, mein Schatz. Tschüss, Frau Leila. Alles klar, Olli. Fangen wir da an, wo du dich am besten auskennst. Gut? Bei deinem Haus, meine ich. Klar, gehen wir. Schauen wir mal ein bisschen. Hier gibt es keine Truhen, die wir öffnen können. Keine Leute, die wir ausplündern können. Und da wartet schon jemand auf uns. Runter vom Raben. Mein Grundstück. Oliver. Es tut mir leid, Oliver. Du bist's. Wir haben uns noch nicht im Haus umgesehen, Olli. Ich renn mal rüber und schau nach. Gleich wieder da. Gut, Tröpfchen. Es tut mir leid, Oliver. Es tut mir leid, dass du ganz alleine bist. Deine Mami. Woher weißt du das? Als meine Mama gestorben ist, dachte ich, sie wäre für immer weg. Ich dachte, ich wäre ganz allein. Aber jetzt kann ich ihr helfen. Ich muss nur zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Oh, ich wollte dich was fragen. Der Zauberstab, den ich gefunden habe, hast du ihn für mich dagelassen? Ohne ihn hätte ich nie in die andere Welt reisen können. Vielleicht weißt du gar nicht, wovon ich rede, aber ohne diesen Zauberstab wäre ich immer noch alleine. Echt? Ganz echt? Ganz echt. Hurra! Ich hoffe, du kannst deine Mami retten, Oliver. Danke, aber wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Pia. Ich habe dich schon immer gekannt, Oliver. Schon immer? Du heißt also Pia, Ja, Pia. Oh, hey, Pia. Hast du einen großen Kater gesehen? Er heißt Tommy. Er ist gestreift und ziemlich dick. Herrn Mietze? Ich kenne Herrn Mietze. Herrn Mietze? Ich bring dich zu ihm, Oliver. Komm mit. Sie meint sicher Tommy, oder? Ach komm, Oliver. Hey, Olli.
Das Dickerchen ist leider nicht im Haus. Was stehst du hier eigentlich so einsam und verlassen rum? Ich glaube, ich weiß, wo wir Tommy finden, Tröpfchen. Du, was, wie, wo, hä? Pia, könntest du uns bitte hinführen? Hä? Was soll denn das? Geht's dir noch gut, Olli? Folgen wir dem Glühwürmchen. Keine Sorge, ich komm schon. Ist echt flink. Ich finde sie irgendwie niedlich. Ich meine, ich habe noch keine Ahnung, was sie vorhat, was sie von uns will. Aber sie ist niedlich. Ist Tommy hier, Pia? Psst. Leise, was ist das? Oh, ein Mäuschen. Oder eine Riesenratte. Das ist mal echt gigantisch groß. Oder nein, warte, eine Riesenmaus oder eine kleine Ratte? Eine Maus. Hä? Ist da irgendwas? Oje. Tommy? Oh. Oh, Tommy, reiß dich zusammen, Mann. Wir sollten ihn wohl besser zu Layla zurückbringen, oder, Olli? Stimmt. Vielen Dank, dass du uns den Weg gezeigt hast, Pia. Hey, aber sie war... Wo ist sie hin? Was stehst du denn so doof rum, du Faulpelz? Los, Bewegung! Wäre das andersrum nicht besser? Soll ich nicht die dicke Katze nehmen? Ich will die Katze haben. Gib sie mir. Seht euch das an. Boah, ich kann die Kamera nicht bewegen. Das ist voll gemein. Können wir hier abkürzen? Müssen wir hier lang? Das beste Transportmittel. Sieht nur ein bisschen bequem aus. Nicht anfallen lassen, das wäre nicht gut. Wundert sich eigentlich niemand, dass die Katze schwebt? Weil eigentlich können Tröpfchen doch nicht sehen. Oh, nicht an dem Laden vorbeilaufen. Hier sieht alles gleich aus. Mir fehlen die ganzen Fische und die Katzenpfoten. Also wenn er vorher nicht schon verletzt war, jetzt ist das bestimmt. Stimmt, den roten Hering hat er auch getragen. Traut der Oliver nicht zu oder will er seinen Rücken schonen? Ich weiß es nicht genau. Hey, ich habe deine Katze gefunden. Frau Layla, Tommy ist... Ach du meine Güte, mein Tommy. Was ist nur mit dir passiert? Oh, danke, mein Schatz. Du hast ihn den ganzen Weg zu mir getragen. War er nicht schwer? Nein, nicht wirklich. Hast du das nicht gesehen? Er ist geschwebt. Ist er in Ordnung? Oh, um Tommy brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Oliver. Es ist nichts Schlimmes. Er ist nur ein bisschen müde, nicht wahr, Tommylein? Bist halt auch nicht mehr der Jüngste, mein Schmusekätzchen. Das ist alles. Und ich war wegen ihm ganz krank vor Sorge. Aber was hat Tommy denn so weit weg bei der Werkstatt gemacht? Nun, Schätzchen, eine Kundin hat mir die Erklärung geliefert. Sie hat gesagt, dass es in Rustys Werkstatt nur so von Mäusen wimmelt. Und mein guter alter Tommy jagt diese kleinen Teufelchen nun mal liebend gern. Tommy jagt gern Mäuse? Aber ist er doch... oh Gott. Aber er ist doch so...
und mopsig. Vielen Dank, Oliver Schätzchen. Da ich jetzt weiß, wo er war, muss ich mir keine Sorgen mehr um ihn machen. Du hast dir vorher auch keine Sorgen um ihn gemacht. Du wusstest eigentlich nicht mal, dass er weg war. Er hat hier nur ein bisschen trainiert, nicht wahr, Tommy? Du könntest mir sicher das ein oder andere beibringen, stimmt's? Das könnte er allerdings. Okay, Frau Leila, ich muss jetzt los. Es war schön, Sie zu sehen. Hat mich auch gefreut. Sag mir einfach Bescheid, wenn du etwas brauchen solltest, ja? Schick, du bist jetzt bestimmt auch dahinter gestiegen, oder, Olli? Ich glaube nicht, Tröpfchen. Komm schon, Junge. Tommy ist verschwunden, weil er eine Maus hinterhergerannt ist, nicht? Die Maus ist also der Schlüssel, ganz klar. Echt? König Toms Verschwinden hat auch etwas mit Mäusen zu tun? Bingo. Was genau es aber mit Mäusen zu tun hat, ist wieder eine andere Frage. Aber ich bin mir sicher, dass drüben in meiner Welt jemand was von Mäusen gesagt hat. Dann sollten wir zurück nach Katzbuckel und Nachforschungen anstellen. Da werden wir bestimmt was finden. Claro, auf nach Katzbuckel. Ganz bestimmt. Kann ich das einfach hier auf der Straße machen? Und es jemanden stören? Nee, ne? Kann ja keiner sehen. Tschüss. Ich weiß, wo wir Mäuse finden. Da wollte ich schon die ganze Zeit rein. Kann ich da eigentlich lang? Also ja, ich kann da lang, das sehe ich. Aber da war es, glaube ich, Richtung Kanalisation. Hier ist ganz schön was los. Gehen wir mal durch. Interessiert mich nicht. Hallo, mein Freund. Sie hat wahrscheinlich immer noch den Gedanken, ach, der Junge, der ist so in Trauer. Der entwickelt jetzt irgendwie einen unsichtbaren Freund. Naja, er hat ja auch Probleme, das hast du nicht vergessen. Hey, Oliver, ich glaube, ich habe gerade König Toms Stimme gehört. Sie kam aus der Katzalisation. Was? Aus der Katzalisation? Ja, die Stimme kam aus der Richtung dieses Tors da. Es war auf jeden Fall König Tom, da bin ich mir sicher. Katzalisation, was? Du hast doch gesagt, dass das Mäusevolk da unten lebt, oder? Ja, da unten wimmelt es nur so von Mäusen. Deshalb stehe ich ja hier Wache. Mäuse und Katzen verstehen sich nun mal nicht sehr gut. Ah, verflucht. Ich weiß, was passiert ist. König Tom wurde vom Mäusevolk entführt. Entführt? Genau. Hast doch gesehen, wie Tommy in deiner Welt hinter den Mäusen hergejagt ist. Tja, und hier, in unserer Welt, haben sie den Spieß umgedreht. Das ist die einzig mögliche Erklärung, Mann. Verflixt. Wir können von Glück sagen, dass wir hier, dass ich hier bin, um eins und eins zusammenzuzählen, was? Wenn König Tom entführt worden ist, dann müssen wir ihn retten. Gehst du in die Katzalisation runter, Oliver? Dann komm ich mit dir. Red kein Quatsch, Junge. Das ist ein Job für Profis, verstehst du? Nicht für einen kleinen Hilfs-Sheriff mit einem Kochtopf auf dem Kopf. Ich schaff das schon. Ich hab ja meinen Freund dabei. Oh. Der ist ja cool. Den will ich haben. Schenk sie mir? Bitte, bitte. Sieh mal einer an. Verdammter Vertrauter. Hätte ich nicht gedacht. Er ist mir nach Hause gefolgt, als ich im Wald gespielt habe. Und er ist ganz schön stark. Wenn er mitkommt, bin ich sicher. Du kapierst es einfach nicht, oder? Mit Vertrauten zu kämpfen ist nicht einfach. Du kannst dich nicht einfach in den Kampf stürzen und sie herumkommandieren. Du musst ein Zauberer sein. So wie Olli Boy hier. Olli Boy. Dem fällt doch immer wieder was anderes rein.
Na gut. Oliver, du kannst meinen Vertrauten haben. Oh, danke, Ricky. Vielen Dank. Cool, wie nennen wir ihn? Während ihr überlegt, trinke ich noch mal was. Ja, wir sammeln jetzt alle Vertrauten. Holt die Vertrautenbälle raus. Los geht's. Ach Gott. Affenzahn. Schon mal nicht schlecht. Haben wir noch ein paar Vorschläge? Oder sind wir einverstanden mit Affenzahn? Ich meine, wir haben, der andere heißt Pompom. Pompom und Affenzahn. Kann man, glaube ich, machen. Nase, hör auf. Da. Nicht kreativ und auch nicht schnell. Aber ich meine, wir könnten noch warten, aber es ist relativ egal. Deswegen nehmen wir jetzt einfach Affenzahn. Wir sollten wohl aufbrechen, oder? Das sollten wir in der Tat, Olli Boy. Überlass das nur uns, Ricky Junge. Wer hat die Texte geschrieben? Okay, sei vorsichtig, Oliver. Ein Tröpfchen ist allen egal, aber Oliver, pass auf dich auf. Hey, Olli. Sieht aus, als könnte dein neuer Vertrauter Kraft sammeln. Ja, wow. Und was bedeutet das Tröpfchen? Nun, er baut im Kampf langsam Stärke auf, ne? Damit er den Bösewichtern so richtig eins auf die Mütze geben kann. Wenn ein Vertrauter fertig ist mit Kraft sammeln, kannst du ihm mit Los geht's einen speziellen Angriff ausführen lassen. Und wenn es Los geht's heißt, dauert dann sein Angriff länger und richtet viel mehr Schaden an. Wow, das klingt echt super. Das ist noch nicht alles, Olli. Mit dieser neuen Technik ist es auch leichter, feindliche Aktionen zu unterbrechen. Olli Boy und Ricky Junge. Feindliche was? Ja, Mann. Hätte ich dir wohl schon früher von erzählen sollen. Manche Kreaturen haben echt fiese Tricks auf Lager, weißt du? Aber wenn du sie gerade in dem Moment angreifst, wo sie so eine Aktion vorbereiten, vermasseln die es. Du unterbrichst sie also, kapiert? Feindliche Aktionen zu unterbrechen ist viel einfacher, wenn du einen Los-geht's-Angriff durchführst. Ist also eine gute Möglichkeit, Schaden von dir fernzuhalten. Der Nachteil mit Vertrauten, die Kraft sammeln können, ist, dass sie keinen Plan von Verteidigung haben. Das liegt den kleinen Schlingeln einfach nicht. Jetzt, wo du zwei kleine Freunde hast, wirst du sicher bald merken, dass alle Vertrauten unterschiedlich sind. Das werde ich wohl. Ob ich mir das merken kann. Aber jetzt haben wir zwei. Ja, die Mähdrescher sind so geil. Hast Angriff. Und er ist sehr flink. Kann ich dir irgendwie die Sachen anziehen, die wir noch gefunden haben? Gar nicht. Da! Oh, man sieht den gar nicht. Aber egal. Jetzt hast du was an. Freu dich. Ah, das Tor ist anscheinend verschlossen, Olli.
Aber der König ist dort unten und wir haben keinen Schlüssel. Was sollen wir nur machen? Ruhig, Blutmann. Du brauchst keinen Schlüssel. Achso, das war eine, war Oliver, glaube ich. Doch, du bist doch ein Zauberer, oder nicht? Benutzt den Zauber, den du von König Tom bekommen hast. Ja, stimmt. Ja, du meinst, ich kann das Tor mit Magie öffnen? Ich schätze, ich könnte es mal versuchen. Ich schätze, du solltest dir endlich mal merken, dass du zaubern kannst. Ich würde mal das da ausprobieren. Ich glaube, wenn ich in die Welt kommen würde, oder in irgendeine Welt, und ich mir wird gesagt, du bist ein Zauberer, dann würde ich, glaube ich, nur noch zaubern, solange es nicht die Regel gibt. Naja, du darfst nicht zaubern, wenn du nicht in der Schule bist oder so. Das wäre, weiß ich nicht. Ich würde die Sachen ausprobieren ohne Ende. Aber vielleicht ist das auch nur bei mir so. Vielleicht ist es auch so, dass man einfach vergisst, dass man das kann, weil man, naja, so lange gelebt hat, ohne es zu können. Schick, ist offen. Jetzt können wir den König suchen. Das können wir. Lass uns durchspazieren. Oh, hier kann ich rein. Du kannst den Zauber übrigens auch dazu benutzen, verschlossene Truhen zu öffnen. Wenn du irgendwo blaue Truhen rumstehen siehst, kannst du Schloss öffnen benutzen, sie nach Herzenslust ausräumen. Stimmt, da haben wir auch ein paar gesehen. Blaue Truhen lassen sich mit Schloss öffnen aufsperren. Kapiert. Danke, Tröpfchen. Ja, genau, bis die MP alle sind. So muss das sein. Mal sehen, ob wir den... Was zum... War das ein Hai? Das ist ein Frosch oder sowas? Verdammt, ganz schön feucht hier unten. Da verschimmelt mir ja noch meine Laterne, wenn ich nicht aufpasse. Würde sie wirklich anfangen zu schimmeln? Oh, ich wittere da was. Irgendwie müffelt's hier nach einer Riesenladung mieser Monster. Vorsicht, Olli. Aber hier wirst du auf dich aufpassen müssen. Junge, ja, wahrscheinlich werden wir erstmal wieder 5-mal sterben. Ich Steuerung nicht mehr drauf hab. Könnte unangenehm werden. Ja, definitiv. Okay, Tröpfchen, ich werde vorsichtig sein. Nein, werden wir nicht. Kann ich dir schon garantieren. Was bist du denn? Ein Schwein? Nee, ein Hase mit Gasmaske. Wow, die sind... Eine falsche Schlange. Das ist süß. Ich muss ein Tröpfchen wieder haben. Alter! Ich muss erstmal wieder reinkommen. Bis dahin... Ich weiß nicht, was passiert, aber bis dahin. Ja, wir müssen Affenzahn erstmal ein bisschen höher bringen, glaube ich. Kommst du auch hierher oder bleibst du da stehen? Ja, kommt nicht her, dann gehen wir hin. Pass auf, Olli, da kommt ein Monster, ach... Besiegen wir es so schnell wie möglich und suchen den König. Warte, das war Oliver, glaube ich. Jetzt bringen die beiden ständig durcheinander. Das höre ich gern und vergiss nicht, dass du jetzt auch den anderen Vertrauten von unserem Freund hast, okay? Mit zwei solchen Kerlchen im Team sollten die Kämpfe auch ein bisschen einfacher werden. Doppelt gemoppelt kämpft besser. Ja. Weißt du, damit das Spiel einfach wird. Super! EP-Teiler macht ja immer alles einfacher. Ein Halunke. Oh, ich finde die Namen so gut, ey. Doppelt so viele Vertraute, doppelt so viel Spaß und doppelt so viele Möglichkeiten. Ich möchte aber jetzt gerade kein Tutorial haben. Um den Vertrauten zu wechseln, muss der bloß L1 drücken und dann mit... Ihr wisst schon. Müsstest sogar du hinkriegen, oder? Schick.
Lass uns mal loslegen. Ah, hab ich ja gerade schon angesetzt. Dann kann ich hier nochmal. Ich wollte erstmal da hin. Okay. Baby Oliver kann nicht so viel. Bringt mir ein Feuerball überhaupt irgendwas hier? So. Ja. Schon Stufe 3. Unseren kleinen Affenzahn. Oh, wo ich benannt. Hm, stellt MP wieder her. MP brauchen wir ein bisschen. Das ist wirklich nur ein bisschen. Egal. Essen wir nochmal was. Unsere leckeren Weißbrote, die schon, ich weiß nicht wie alt sind. Da ist mein Frosch. Selbst in der Kanalisation ist das echt schön. Ich würde mir auch ein Haus kaufen. So süß. Die kleine Frösche. Komm, das schaffst du. Pom Pom. Gut gemacht, Pom Pom. Ach, wir können das ab. Wir haben noch nicht so viel Weißbrot gegessen. Wir sind eigentlich immer so gestorben. Wie richtige Männer. Die kratzen sich am Hintern. Wie so gut. Wäre eigentlich schön, wenn man so einen Pokéball schmeißen könnte und alles einfangen, was hier rumläuft. Würde sehr viel Spaß machen. Ein bisschen Gegengift. Gegengift ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Affenzahn ist jetzt schon Stufe 4. Ich habe... Wow, was ist das echt? Ah, schon wieder falscher Knopf. Es könnte eine Weile dauern. Muss aber nicht. Schon wahr. Auf Pompom zu beißen. Dieses Stück. Toll. Pudding. Eine Tür gefunden. Okay. Hallo, jemand zu Hause? Eigentlich weiß ich nicht, ob ich schon... Okay. Hm, das kann nicht schaden, wenn du versuchst, die anzuzünden, Olli. Ist aber ziemlich feucht hier unten. Das Feuer wird nicht lang anbleiben. Rätsel. Fragezeichen. Meinst du, es ist falscher Pudding?
Das wäre ziemlich gemein. Nichts passiert, wir haben keine MP mehr, ne? Oder hat das damit nichts zu tun? Muss ich da hin? Ja, ich versuche ja. Lass mich. Ah, ich muss dicht davor stehen. Dann klappt's auch mit der Nachbarin. Ist das jetzt gerade wieder ausgegangen? Okay. So schnell wieder ausgeht, hätte ich nicht gedacht. Ah, jetzt haben wir keine MP mehr. Wir hätten vielleicht einkaufen gehen sollen vorher. Halt. Es scheitert an den MP. Sollten wir zurückgehen und was einkaufen? Was meinst du? Tröpfchen. Vielleicht versuchen wir auch das Level voll zu machen, dann ist eigentlich auch alles wieder gut. Wenn wir nicht vorher tot umfallen. Aber dann ist vielleicht auch wieder alles gut. Schwierige Entscheidungen. Vielleicht immer im Gegner stehen bleiben. Wow. Aber wir sollten erstmal noch ein Weißbrot essen. Ja, wir müssen jetzt erstmal noch genug MP sammeln, wie es aussieht. Aber glaube ich, ist es besser, wenn wir nochmal zurückgehen und einkaufen. Der Frosch explodiert. Affenzahn hat Stufe 5. Wollte ja davon hüpfen. Yay, Stufe 8. Noch mehr Eiscreme. Wir könnten ruhig mal was rausreichen, obwohl ich nicht weiß, ob ich Eiscreme aus der Kanalisation so gut finde. Jetzt vergiftet. Das sah das nur so aus.
Wenn ja, merke ich nichts. Dann hat schon wieder ein bisschen MP gesammelt. Level auch gleich voll. Stufe 8. Da sind wir ja schon fast groß. So, jetzt ist alles wieder voll. Aus welcher Richtung sind wir gekommen? Von da sind wir gekommen. Probieren wir das hier nochmal. Wollen wir Freunde werden? Sie hat irgendwie... Weiß ich nicht. Die war sehr anhänglich. Ich weiß nicht, was sie von mir wollte. Vermöbelt werden vielleicht. Jetzt davon. Obwohl sie eigentlich sehr friedlich war. Es war ziemlich gemein von mir. Aber es hat Pudding gebracht. Und Pudding finde ich gut. Geöffnet. Und jetzt brennt das natürlich länger. Siehst du, brennt immer noch. Jetzt sind wir, glaube ich, weiter in diese Richtung. Das ist eine blaue Truhe. Meine. Schneckenhorn. Pompom will's immer wissen. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Affenzahn ist jetzt schon auf Stufe 6, der holt ganz schön auf. Oh, der hat Kieselregen gelernt. Aber noch brauchst du ein paar Level. Ich möchte ja nicht, dass ihm was passiert.
So viel Pudding. Ah, ich möchte auch ein Pudding. Ich denke, wir brauchen noch ein bisschen Feuer. Nicht unbedingt das gebracht, was ich dachte, aber okay. Ah, das ist noch mehr. Lass mich raten. Was tun deine Hände für Dinge? Fragezeichen. Die kaufen doch nicht schon wieder irgendwas ein. Wie kann ich eigentlich schneller rennen? Kann ich schneller rennen? Schon wieder vergessen. Ah, bastelnde Hände. Bastelnde Hände ist gut. Schon wieder keine MP. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen rumlaufen. Na gut, wenn du das so sagst, glaube ich dir. Basteln kannst du auch gut. Ja, so würde ich auch gucken, weil das Wasser läuft ganz genau in die Schuhe rein. Das ist bestimmt sehr angenehm. Fällt gerade ein. Ich bin schon lange nicht mehr gespeichert. Vielleicht hätte mir das eher einfallen können. Ja. Eiskaffee. Das
war nicht ganz das, was ich haben wollte, aber gut. Oder ist das der Eiskaffee für die MP? Egal, wir laufen ein bisschen hin und her. Eigentlich hatte ich gedacht, wir retten den Katzenkönig heute noch, aber ich glaube, wenn wir dann irgendwann mal einen Speicherstein finden, muss ich erstmal eine Pause machen. Eigentlich ist es schon gemein, dass wir so viele Süßigkeiten finden und keine sind für uns. Genauigkeit, Flinkheit. Ganz ein bisschen Verteidigung gebraucht. Noch ein bisschen? Sicher, jeder mag Pudding. Magische Verteidigung. Schau nicht so grimmig, ja? Ich muss mich auch entscheiden. Genauigkeit hast du schon echt hoch. Ja, Mann. Ein bisschen Verteidigung dazu. Ich habe ich halt noch nicht ausprobiert. Aber du brauchst wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Verteidigung, wenn du eher... Jetzt freut er sich. Ein bisschen Verteidigung. Jetzt wird's aber eilig gehabt. Jetzt wird gewartet, so, oh, ich will auch einen Pudding. Tut mir leid, ich kann dich leider nicht fangen. Sonst würde ich es machen. Jeder braucht eine falsche Schlange zur rechten Zeit. Dann wollen wir wieder ein Weißbrot essen, glaube ich. Pompom hat schon fast Level 9. Ich meine, wir auch. Das ist schon nicht schlecht. Weißbrot wollte ich. Okay, der Eiskaffee ist wenigstens für uns. Das Unschönste von dem, was wir kriegen. Der Junge sollte noch nicht so viel Kaffee trinken. Komm, Pompom. Meister Pompom. Level 7. Für Affenzahn.
Eigentlich ist so vor sich hin trainieren ganz entspannt. Nur so lange, bis man dann stirbt. Weil, wie gesagt, wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Das wäre echt dumm. Oder das war echt dumm. Wie auch immer. Es wäre sehr dumm zu sterben. Das war sehr dumm, dass wir nicht gespeichert haben. Aber wir kommen hier unten ganz gut zurecht. Ich bin zufrieden. Stufe 9. Ich möchte jetzt auch noch Stufe 9 haben. Haben wir bald alle Gegner ausgerottet? Ah, ne, da hinten. Wir räumen hier unten ordentlich auf. Es muss sterben. Jetzt haben wir auch Stufe 9. Jetzt habe ich immer noch keine genaue Ahnung, wie wir am sinnvollsten das Rätsel machen. Oder wie wir schnell rennen. Ob wir überhaupt schnell rennen können. Ich weiß es nicht mehr. Ist alles schon eine Woche her. Oder so. Müsste man vielleicht mit dem da anfangen. Dann darüber. Und dann darüber. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Ist immer noch sehr lang. Hat geklappt.
Frosch wollte sich vordrängeln. So ein Halunke. Entschuldigung. Ein bisschen unheimlich, diese ganzen Fische, Fischfontänen, Wasserfälle, wie auch immer. Was ist das? Das ist ja niedlich. Blüterich. Oh. Oh, der heilt. Oh je. Das müsste ja kommen. Hat ihm nicht viel genützt. Haha. Oh. Sie bewegt sich sehr witzig. Das ist so niedlich. Wir sind alle so niedlich. Ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich die dümmste aller Fragen auf der Welt, aber gibt es Figuren davon in Japan? Mit Sicherheit, oder? Wenn ja, ich muss sie haben. Alle. Ich habe einen Speicherstein gefunden. Dann will ich erstmal da gucken. Unsere Gesundheit aus. Gut. Das finde ich mega gut. Ich hatte gedacht, hier ist eine Truhe, aber die ist... Da ist eine auf der anderen Seite. Ich mag es ja nicht, wenn jetzt alles so grau bleibt, aber ich habe auch keine Lust, alle Ecken abzugehen, zumindest jetzt noch nicht. Fortschritt speichern, ja, das ist dringend nötig. So. Ah, jetzt bin ich schon neugierig. Aber nein, ich glaube, wir machen für heute Schluss. Es war keine lange Runde, aber ich muss meine Stimme ein bisschen schonen. Ich brauche sie morgen vielleicht noch. Oder was meint ihr? Morgen wollte ich in Shenmue ein bisschen Trophäen-Hunting machen. Es wird auch nicht so lange.
hoffe ich. Uns fehlen ja nicht mehr so viele Trophäen. Und ja, wenn es dem Hals wieder besser ist, kann man wieder längere Sessions machen. Ich denke, das ist, kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, nächste Woche geht's weiter. Eine gute Nacht und bis dahin bleibt ihr wenigstens gesund.